Aloha und herzlich willkommen zu diesem Video aus der Kategorie der Biologie hier auf oberprima.com. Ich bin Kia Kahawa und in diesem Video geht es um folgendes Thema. Charles Darwins Evolutionstheorie. Bevor ich mit Charles Darwins Evolutionstheorie beginne, sage ich euch noch, dass von Genetik weder Lamarck noch Darwin etwas wussten und Theorien sich immer auf Beobachtungen stützen und Begriffe wie Mutation und Rekombination völlig fehl am Platz sind. Die dürft ihr in einer Klausur über Darwin und Lamarck gar nicht benutzen. So, jetzt aber zurück zum eigentlichen Thema, zu Charles Darwins Evolutionstheorie. Grob gesagt kann man sagen, entweder passt die Giraffe zum Baum oder sie stirbt. Das male ich euch jetzt nebenbei nochmal ein bisschen auf und fange mal an mit allem drum und dran, was ihr wissen solltet, was ihr beigebracht kriegen solltet. Darwin lebte von 1809 bis 1880. Seine Evolutionstheorie besagt, dass Arten und Individuen eine gemeinsame Abstammung haben. Es handele sich um einen Kampf ums Dasein, Struggle for Life also, und ein Überleben des Überlebensfähigsten, also ein Survival of the Fittest. Es gibt knappe Ressourcen und die Lebewesen kämpfen um diese. Nur die Stärksten und Besten überleben und können ihre Nachkommen in die Welt setzen. Die Individuen passen sich dann Generation für Generation an die Umweltbedingungen an und hatten somit mehr Nachkommen, als die sich ebenfalls an die Umwelt anpassen konnten. Die natürliche Selektion, also Natural Selection, sortiert Lebewesen mit zu wenig Fitness aus. Sie sterben dadurch, dass sie nicht mehr an ihre Ressourcen wie Nahrung, Wasser oder Fortpflanzungspartner kommen. Dadurch sterben die aus. Die aussterbenden Individuen können ihre Gene nicht in den Genpool der nächsten Generation einbringen, weil sie ja aussterben. Und bei der Evolutionstheorie von Darwin handelt es sich um ein theoretisches Vererben der Merkmale und um eine passive Anpassung durch Veränderung der Umweltbedingungen als Triebkraft der Evolution. Also das mit der Giraffe sollte eigentlich ganz gut passen. Der Baum wächst. Und entweder ist der Hals der Giraffe lang genug, um an den Baum zu kommen, oder sie stirbt aus. Die Giraffen, deren Hals lang genug ist, die können Nachkommen bekommen und die Nachkommen haben dann auch Hälse, die lang genug sind, um am Baum zu kommen und sich zu ernähren. So ist die Giraffenhalstheorie von Darwin und wenn es zur Evolutionstheorie von Darwin nochmal Fragen oder sowas gibt, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten war das zu diesem Video.